Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und beim Atzenberger zuschaut, denn heute gibt es diese, wie ich hoffe, leckere Knabberei bei mir aus dem Aldi. Habe ich von Choqueur die Schokoflips besorgt. Und ihr seht schon, das sind Erdnussflips in Vollmilchschokolade. Hier seht ihr schon, wie sie gleich aussehen werden. Ja, stelle ich mir auf jeden Fall ziemlich lecker vor. Und das sind hier so Mais-Erdnussflips, so wie man die kennt. Und wie gesagt, mit einem Überzug aus Vollmilchschokolade. Gut, dann würde ich auch sagen, wie immer, wir fangen sofort an. Denn ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins. Und das ist und bleibt der Geschmack. Also Glück wie immer, auf damit und raus damit. So, da sind sie schon. Okay, gut. Ich bereite den Testteller vor und dann probieren wir sie. So, schon geht's weiter bei mir. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier die komplette Tüte ausgeleert. Das sind jetzt hier unsere 85 Gramm, die sich hier in dem Beutel befunden haben. Wir probieren jetzt unsere Schokoflips. Einen habe ich jetzt einfach mal durchgeschnitten, damit man das Ganze mal von innen sehen kann. Wie gesagt, diese normalen Erdnussflips, die man kennt, dann mit einer Ummantelung aus Vollmilchschokolade, wie schon erwähnt. Okay, ich probiere es jetzt. Ja, es riecht schon schön schokoladig und ich beiß rein. Ja, was soll ich sagen? Richtig lecker, also noch viel besser, als ich mir vorgestellt habe. Die Erdnussflips haben ihren Crunch behalten. Also die haben auch einen schönen leckeren Erdnussgeschmack, sind auch gut salzig. Das gefällt mir dann drumherum unsere Vollmilchschokolade. Die ist wirklich total zart schmelzen, wenn man die im Mund hat. Und das gibt dann so eine super Kombination aus Süßem und Salzigen. Also muss man natürlich mögen. Ich stehe total auf sowas. Und das hier trifft ganz genau meinen Geschmack, muss ich ganz ehrlich sagen. Viel besser wie erwartet. Dazu noch dieser Erdnussgeschmack von den Erdnussflips. Also viel besser geht es nicht mehr. Wie schon erwähnt, ich habe es mir nicht so lecker vorgestellt. Ist aber eine absolut geniale Kombination. Richtig gut. Ich bin ja immer auf der Suche nach salziger Schokolade. Und das hier ist genau das Richtige. Passt wirklich absolut genial zusammen. Müsst ihr unbedingt mal nachkaufen und selbst probieren. Also hier kann man wirklich nur begeistert sein, wenn man Erdnussflips mag, in Kombination mit Schokolade. Okay, dann zeige ich euch jetzt schon die Rückseite der Verpackung mit den Zutaten, den Nährwerten. Und da gibt es meine Bewertung. Ja, die Choqueur Schokoflips bekommen von mir natürlich ganz klar den dreifach Daumen nach oben. Die beste Bewertung ist bei mir auf dem Kanal zu vergeben gibt und damit eine ganz klare Kaufempfehlung. Wie schon erwähnt, wenn ihr die Kombination salzig und süß und schokoladig mögt, dann müsst ihr hier unbedingt mal zuschlagen. Absolut geniale Erdnussflips in Vollmilchschokolade, passt wirklich super zusammen. Würde ich mir auf jeden Fall nochmal kaufen. Auch preislich okay, 85 Gramm, 1,29 Euro, kann man nicht meckern, finde ich. Auch preislich okay, 85 Gramm, 1,29 Euro, die sind gut hier überzogen mit der Schokolade, deswegen, ich finde, es ist ihren Preis wert. Absolut lecker, eine Kaufempfehlung. Okay, dann war es das schon wieder mit meinem kleinen Testvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Video, sagt euer Atzenberger.